nachdem der kroatische Nationalspieler Luka Modric von der FIFA bereits offiziell zum Weltfußballer gekürt wurde, steht der Star von Real Madrid auch in der Vorauswahl für den Ballon d'Or. Modric ist einer von 30 Spielern, die von France Football nominiert wurden. Seit 1956 wird der Ballon d'Or von dem französischen Fachmagazin vergeben. Auffällig, kein einziger Akteur aus der Fußball-Bundesliga wurde in die Auswahl berufen. Auch das deutsche Nationalteam ist nicht vertreten. Mit jeweils 5 Trophäen sind Cristiano Ronaldo, Juventus Turin und Lionel Messi, FC Barcelona, in der Bestenliste gemeinsam an der Spitze. Auf Platz 2 folgen mit jeweils 3 Auszeichnungen Johann Cruyff, Michel Platini und Marco van Basten. Gekürt wird der Sieger 2018 von knapp 200 Sportjournalisten. Die Nominierten in der Übersicht: Gareth Bale, Real Madrid, Wales, Karim Benzema, Real Madrid, Frankreich, Thibaut Courtois, Real Madrid, Belgien, Isco, Real Madrid, Spanien, Edinson Cavani, Paris Saint-Germain, Uruguay, Alisson Becker, FC Liverpool, Brasilien, Roberto Firmino, FC Liverpool, Brasilien, Sergio Aguero, Manchester City, Argentinien, Kevin De Bruyne, Manchester City, Belgien, Cristiano Ronaldo, Juventus Turin, Portugal, Diego Godin, Atletico Madrid, Uruguay, Antoine Griezmann, Atletico Madrid, Frankreich, Eden Hazard, FC Chelsea, Belgien, N'Golo Kanté, FC Chelsea, Frankreich, Harry Kane, Tottenham Hotspur, England, Hugo Lloris, Tottenham Hotspur, Frankreich, Mario Mandzukic, Juventus Turin, Kroatien, Sadio Mane, FC Liverpool, Senegal, Marcelo, Real Madrid, Brasilien, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Frankreich, Lionel Messi, FC Barcelona, Argentinien, Luka Modric, Real Madrid, Kroatien, Neymar, Paris Saint-Germain, Brasilien, Jan Oblak, Atletico Madrid, Slowenien, Paul Pogba, Manchester United, Frankreich, Ivan Rakitic, FC Barcelona, Kroatien, Sergio Ramos, Real Madrid, Spanien, Mohamed Salah, FC Liverpool, Ägypten, Luis Suarez, FC Barcelona, Uruguay, Rafael Varane, Real Madrid, Frankreich.